Ja, hallo Leute, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Cities XXL. Wir haben beim letzten Mal so ein bisschen erstmal für Ausgleich gesorgt, obwohl jetzt schon wieder ein bisschen übergeschwappt ist. Wir hatten zu viele Arbeitslose, die sind mittlerweile nicht mehr arbeitslos. Wir haben 66% Ungelernte, 33% Qualifizierte, haben fast komplett belegt, müssen aber jetzt nachziehen. Okay, was haben wir hier? Büros, Zufriedenheit, allgemein 30%. Was ist hier das Problem? Das Gebäude produziert nichts. Weil dort niemand arbeitet. Genau, das ist jetzt das Problem, was wir hier gesehen haben. Wir haben hier zu viele freie Stellen. Sollte aber kein Problem sein. Wir lassen einfach neue Leute einziehen. Dann machen wir hier wieder. Erweitern wir das Wohngebiet hier so ein bisschen. Wir ziehen das noch so ein bisschen hier hoch. Das ist jetzt ein bisschen seltsam geworden, aber ist egal. Schon gut. Damit haben wir wieder eine Einwanderungsrate und wahrscheinlich haben wir jetzt gleich wieder Arbeitslosigkeit. Man muss das immer so ein bisschen gucken, dass man das so einigermaßen in der Waage hält. So, wir brauchen noch ein paar Stellen für die. Das ist aber auch kein Problem. Wir können einfach hier mal die Straße erweitern. Nur ein, zwei Häuser. Das reicht doch schon, würde ich sagen. So, wann schalten wir denn die nächste Dichte frei? Bei 5000. Okay, also eigentlich reicht das noch nicht. Wir müssten jetzt hier noch so ein bisschen erweitern. Und ich würde sagen, das machen wir auch. Ganz einfach. Würden wir das abreißen, aber so ist das halt. Wir ziehen das hier so rum und bauen hier Straße rein. Das ist zu eng. So. Ja, das ist auch zu eng, aber so würde es gehen. Gut. Wir brauchen nämlich mehr Einwohner. Viel mehr Einwohner. So, jetzt haben wir natürlich Ungelernte. Da könnten wir natürlich jetzt von der. Wir haben natürlich jetzt auch Lebensmittelindustrie noch gar nicht gemacht. Hier unten wollten wir die Sachen machen. Lebensmittelindustrie. Da braucht man natürlich, glaube ich, auch einen fruchtbaren Grund. Das ist nur hier. Dann wäre es vielleicht sinnvoll, hier die Lebensmittelindustrie hinzumachen. Wir können nämlich jetzt hier Viehzucht, Obstanbau, Gemüseanbau, Getreideanbau und eine Gärtnerei machen. Und dadurch würden wir natürlich auch die Abfallwasserlandwirtschaft auch erhöhen, weil derzeit haben wir da auch mehr Bedarf. Wasser haben wir auch langsam mehr Bedarf. Okay, wir nehmen mal das in den Angriff.
Das geht im Grunde genommen aber auch schon hier los. Aber das wollen wir natürlich nicht direkt in der Stadt haben. Wir könnten aber von hier mal eine Straße rüber bauen. Machen wir denn dann eine mittlere Landstraße? Was anderes würde ich da gar nicht eigentlich. Das reicht, glaube ich. Um auch zu zeigen, dass das hier wirklich. Ich möchte das aber kurvig haben, dass es ein bisschen natürlicher wirkt. So, erstmal, wie sieht die Landstraße denn aus? Ist das wirklich so ein Feldweg, ne? Ja, aber es ist okay. So will ich das haben. So. Und dann. Und dann und dann und dann. Industrie. Lebensmittelindustrie. Wir fangen mal an mit Viehhaltung. Ich würde fast sagen, wir machen die Straße nochmal weg. Ich möchte die nämlich eigentlich schön hier am Rand entlang. Das heißt, wir müssten hier gerade raus bis kurz vor N. Ne, wir fahren da durch. Bäume. Warte mal, wir ziehen uns das mal gerade. Also die letzten Bäume nochmal ungefähr so weit, ein Stückchen weiter rüber. Dann wären wir ungefähr da. Gut. Gucken, ob das passt, so wie ich mir das gerade gedacht habe. Warum zeige ich denn jetzt gerade hier so viel neu an? Oh, wir haben die mittlere Dichte bei ungedingsten. Habe ich gar nicht gesehen gerade. Ungedingsten freigeschaltet. Im Produktionsgewerbe. Aber wir wollten erstmal jetzt uns darum kümmern. Ja, das passt doch. Und jetzt gehen wir hier runter. Ein Bogen bis da. Gucken, passt das? Ja, nicht so ganz. Aber das ist nicht schlimm. Wir brauchen jetzt. So, das ist unser erster Hof. Das ist eine Viehzucht. Dann kommt Obstanbau, machen wir mal direkt daneben. Wir müssen mal gucken, dass wir hier 100% erreichen nach Möglichkeit. Ich würde von jedem gerne einen hinsetzen. So, und dann haben wir hier noch eine Gärtnerei. Ich glaube, die kriegen wir hier so hin. Feld ist zu groß. Und das binden wir jetzt noch mal hier an mit Straßen. Dann nehmen wir mal die kleine Landstraße. Einmal so. Einmal so. Und einmal so. Okay, da arbeiten Ungelernte, habe ich mir gedacht. Trotzdem haben wir da noch sehr hohe Arbeitslosigkeit. So, jetzt kriegen wir erst die Nachricht, dass wir, ja, so ein bisschen buggy ist das hier Ganze noch, dass wir die freigeschaltet haben. So, wir wollen aber weiter Schwerindustrie, würde ich sagen, Produktionsgewerbe. Produktionsgewerbe. Gucken wir mal. Mal hier so eine Reihe Produktionsgewerbe hinsetzen.
Was arbeiten denn da für welche drin? Gekaufte Ressourcen, Strom, Büro, Dienstleistung, Schwerindustrie. Ah, okay. Ungelernte und Qualifizierte. Ja, das sind beide drin. So, die kaufen jetzt hier von an. Ach, man sieht man auch. Ach so. Da sieht man, wer da arbeitet. Was für Wege die haben. Das sind die Striche gewesen. Ja, alles klar. So, hier haben wir ein Problem mit einem Unternehmen. Das Unternehmen vertraute auf überholte Management-Theorie. Das wichtigste Projekt scheiterte. Ja gut, das kann passieren. So, Fabriken. Oh Gott, was ist hier los? Ah, es wird aber schon orange. Keine qualifizierten Arbeitskräfte. Moment. Sollte ich doch eigentlich ohne Ende haben. Ja, zu viele. So, was ist hier das Problem? Es gibt keine Hightech-Unternehmen in der Stadt. Für den hier. Kleinfabrik. Verursacht weniger Verschmutzung. Wir könnten das jetzt ausbauen. So, hier haben wir das Problem scheinbar, dass die Hightech-Industrie, aber die haben wir noch gar nicht freigeschaltet, ne? Erst bei 15.000. Ja, gut. Das ist natürlich doof, aber da kann man jetzt auch nichts machen. Dann werden wir auch keine kriegen. Die Stadt hat einen schlechten Ruf bei Agrarprodukten. Warum? Das sieht doch super aus hier. Nahegelegene Düngemittel, nahegelegene Silos, haben wir nichts. Auch das noch. Wo kriegen wir die denn her? Landwirtschaft. Achso, das wäre das Ding hier. Silo. Ich benötige 10 Bauernhöfe. Oh, das kriegen wir hin. 1, 2, 3, 4, 5. Machen wir doch einfach noch 5 dazu. Ich will das nicht als komplettes hier. Ja, zu spät. Ja, dann setzen wir gleich ein Silo. Und mal, was haben wir jetzt hier? Bauernhof, Bauernhof, Bauernhof. Ist aber ein bisschen viel Viehzucht, ne? Ich wollte das doch eigentlich gleich gerade wechseln. Ach, ist auch nicht schlimm. Aber schon wieder Viehzucht. Bin ich denn doof? Wieso kann ich die jetzt nicht wechseln? Verstehe ich nicht. Dann schon wieder am Bauernhof da. Ach so, das ist richtig. Ja, okay. Ich dachte, bisschen falsch gedacht, glaube ich. Zu groß. Können wir helfen. So, jetzt haben wir das Gebäude freigeschaltet. Ein Silo. Und setzen wir doch eins dahin. Was? Jetzt können wir doch eins für 10. Okay. Stopp. Dann muss ich dich wieder abreißen. Und dich auch.
Müssen wir das Silo nämlich zentral setzen. Also hätte ich gerne, zumindest. Für mich macht Sinn. Passt. Und wenn jetzt das noch passen würde. Perfekt. Jetzt haben wir hier noch ein Silo sitzen. Und die sind auch glücklicher. 57%. Nahegelegene Düngemittel, das weiß ich noch nicht, wo wir die herkriegen. Ach da. 105 Silos. Erforderlich Gebäude, sie 10 Bauernhöfe. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, 10, 11, 12, 13. Das heißt, weiß nicht, ob wir da jetzt noch mehr benötigten. Das weiß ich jetzt auch nicht. So. Straßen sind total verstopft. Okay, manche Straßen sind überlastet. So schlimm sieht es jetzt gerade auch nicht aus, finde ich. Klar gibt es hier nur eine richtige Straße ins Wohngebiet, aber dass die jetzt total verstopft sind, kann ich auch nicht, kann ich auch nicht sehen. So. Wie sieht es denn hier so aus? Was ist diese Grundversorgung? Achso, wir müssten natürlich jetzt mal beim nächsten, das machen wir beim nächsten Mal, nochmal uns ein bisschen um Versorgung weiter kümmern. Was haben wir denn hier überhaupt für Gebäude? Farbenfabrik, Textilfabrik, Metallblechfabrik, Schneiderei. Das wäre doch mal wieder Zeit, einmal durch die Straße zu gehen und sich das anzugucken. Hupen die, wenn ich über die Straße gehe? Oder ist das Zufall gewesen? Das war Zufall. Ja, hier ist dann so ein Gewerbegebiet für produzierende Unternehmen. Factory. Ja, das sind halt diese mit kleiner Dichte hier. Da wird noch gebaut. Ja, sieht doch schick aus. Super. Oh, hier ist Ende. Oh nein, er ist ins Nichts gefahren. Und er auch. Okay. Dann gucken wir mal einmal noch mal kurz hier. Arbeitslosigkeit 8%. Das ist nicht viel, das ist gut. Könnten wir vielleicht noch hier kurz. Kriegen wir hier noch die Industrie erweitert? Ja. Da passt da wahrscheinlich nichts mehr hin, ne? Okay. Das ist gut. So, dann haben wir noch ein paar Arbeitsplätze geschaffen. Damit dürfte eigentlich die Arbeitslosigkeit jetzt auf null runtergehen gleich. Bei den Ungelernten zumindest. Arbeiten hier auch Gelernte? Nö. Ach so, ach ja, da werden ja auch gleichzeitig dahin die Produzierenden. Einwohner sind dauernd krank. Okay. Eigentlich hatten wir doch Medizin schon gebaut. Nein. Städtische Einrichtung, Gesundheit. Gesundheitszentrum, medizinisches Zentrum. Ah, okay. Das wird an gar nicht erreicht da hinten in den Bereiche. Okay, dann müssen wir
hier nochmal was reinquetschen. Würde ich sagen, an der Stelle. Städtische Einrichtung Gesundheit. Da machen wir hier so ein medizinisches Zentrum. Und hier oben setzen wir auch noch eins hin. Das reicht, um das abzudecken. Gut, damit sind wir auch schon am Ende der Folge. Ich sage vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal, und unsere Stadt wächst. Bis dann, tschüss.